Hallo Leute, ich bin Lukas von Unlimited TV und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Trash Hannah Montana, der Film. Wir müssen zu Dereks Streichelzoo für unser Schätzle das letzte Vorder... Nein, nicht nein, das letzte Fenster zu holen. Lade schneller. Ich habe das Gefühl, das Spiel wäre deutlich kürzer, wenn die Ladebildschirme nicht wären. Nee, keine Ahnung. So, du hast auch Flügel. Und du auch. Wir sind in der Elfenwelt. Jeder hat Flügel. Der hatte gerade noch einen Schmetterling in der Fresse hängen, aber sonst hat jeder Flügel. Also dieses Fenster sieht ja mal richtig heruntergekommen aus. Ich hoffe, das sieht in echt ein bisschen besser aus, ne? Und ich hoffe, dass meine Festplatte noch ein bisschen Platz hat. Nee, ja, sonst habt ihr einfach wieder eine halb verrückte Aufnahme. Da liegt's ja, das verkackte Fenster. Hui, du hast das Vorderfenster für den Hühnerstall gewonnen. Geh zum Farm und gib es Travis. Natürlich. Karta Farm. Ja. Und schon wieder ein Ladebildschirm. Das ist doch echt nicht zu glauben. Naja. Dam, dam, dieses Geld geht mir auf den Sack. Und dann lande ich im Haus drin. Optimal. Komm, jetzt schaff's bitte auf Anhieb, einfach mal dieses Loch hier zu verlassen. Sonst schaffst du es ja auch immer, deinen Dödel rechtzeitig rauszuziehen. Mann. Echt jetzt. Lukas, du bist voll scheiße, das sind Sexualkunde nicht aufgepasst. Ja. Ja. Och, da steht der ja und beobachtet. Ist das. Also, es ist ja unglaublich. Oh, er hat Flügel, er sieht so unglaublich gut aus. Yeah. Der sieht so unglaublich geil aus. Hier das ist das Fenster. Du wirst immer besser. Danke, Mike. Ich bin in noch ganz anderen Sachen gut, wo du gar nicht weißt, wie gut ich sein kann. Jederzeit. So, was ist jetzt los? Was ist los? Was ist los? Was ist Aufgabe? Sag mir, Alter. Geh zurück zu Oma Rubey. Wow. So aufregend. Aufregender als alle Shooter zusammen. Yeah. So, komm, Loch treffen. Perfetto, wir machen Fortschritte. Die geflügelte Meile machen Fortschritte. Jetzt machen wir den Game mit Oma Rubey. Oma Rubey, immer noch in Köln. Nicht die Treppe hoch. Verdammt doch mal. Und? Was hat Travis gesagt, Liebe? Dass alles fertig ist. Wunderbar. Okay, Miley, versuch deinen Dad dazu zu bringen, den Wagen zu holen. Dann können wir alle zusammen zur Meadowhawk fahren. Mein Gott. Und dein Bruder hilft auch mit. Er holt das Essen. Oh, da ist aber nichts mehr da. Hoffentlich ist da nicht alles. Oh, oder so. Jackson hilft und braucht selbst keine Hilfe? Klingt interessant. Ich geh Dad suchen. Also ich weiß ja schon, wo Dad ist. Na, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gäste, Daddy steht und beobachtet Le Travis. Na, jetzt trifft die schon wieder nicht. Es ist doch einfach nur zum. Ja. Dum, dum, dum. Man sollte sich nicht hinter das Mikrofon lehnen, während man läuft. Ja, dann läuft man nämlich gegen Autos. So, jetzt. Halt, du hast ein Schmetterling im Gesicht. Rede. Alter. Hey, Dad. Hey. Meinst du, ich sollte sie ausführen? Wen? Meinst du jetzt den Wagen oder Lorelei? Beide auf einmal. Das gibt doch einen netten Dreier. Sehr witzig. Du benimmst dich so, als wäre das dein erstes Date. Diesmal ist es anders. Ich meine... Oh, ich weiß, was du meinst. Könnte ich nicht besser sagen. Aha, Gegackere im Hintergrund. Na klar. Also, Oma möchte, dass du den Wagen holst und wir zur Spendenaktion fahren. Okay, Miley, sag ihr, ich bin in einer Minute mit dem Wagen da. In einer Minute habe ich dieses blöde Treppenloch getroffen. So, let's go. Bam, 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 bam. Ich glaube, nach dieser Folge könnte es mit Festplattenkapazität kritisch werden. Ich hoffe, meine Festplatte nimmt auch auf.
Die zeigt nämlich schon wieder das rote Lämpchen an. Und bei diesen Trackstore-Festplatten heißt eine Lampe, die nicht grün oder blau ist, immer nichts Gutes. Das heißt totaler Krieg. Naja, solange die rote FPS-Zahl im Eggele ist, passt alles. Und Liebling, hast du deinen Dad gefunden? Ja. Ja, er hat gesagt, er holt den Wagen. Schön. Dann lass uns zur Meadowhall fahren und deinen Bruder treffen. Oh je, das kann nicht gut gehen. Hoffentlich ist er nicht mit dem Essen verloren gegangen. Oder das Essen in ihm verloren gegangen. Oma, Jackson ist verloren auf die Welt gekommen. Ich hoffe, es gibt einen Plan B. Yep. She said, da 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 oh 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 Plan B. Ich sollte euch das nicht antun. Oh mein Gott, die Meadowhall! Das heißt, wir haben jetzt schon alle Gebiete freigeschaltet und wir sind, glaube ich, bei Folge 8 oder so. Was da los? Mein Junge, Miley möchte es offensichtlich nicht Jackson überlassen, das Essen für die Spendenaktion heute Abend zu holen. Verständlich. Jackson? Mein Sohn? Der Jackson? Nee, Michael Jackson, natürlich der Jackson. Ja, er hat heute keinen Unterricht und hat seine Hilfe angeboten. Ich hoffe, es gibt einen Plan B. Wie schon gesagt. She said. Da, 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 da. Also, alles ist fertig. Jetzt fehlt nur noch dein Bruder. Und das Essen in ihm. Verschwunden? Bruder? Das klingt irgendwie gut. Hab ich gehört. Ja, sei nett zu deinem großen Bruder. Er macht etwas aus sich. Geht aufs College und so. Ja, geht aufs College. Oma, er macht schon seit langem etwas aus sich. Nämlich Scheiße. Miley? Liebling, warum schaust du nicht mal nach ihm? Vielleicht braucht er Hilfe. Jackson soll Hilfe brauchen? Wie wahrscheinlich ist das? Sehr wahrscheinlich. Und Miley, beeil dich. Du willst doch nicht die Musik und das Open Mic verpassen. Oh, Open Mic, da gibt's wohl wieder einen Auftritt, vermute ich mal. Hab gehört, dein Dad singt vielleicht oh was. Oh je. Nein, doch nicht. Na, egal. So, ich eilig fliege mit meinen Feenflügeln und treff nicht mal so ein fettes Loch. Das ist fetter als das von deiner Mama und die treff's nicht. Du wirst es nicht glauben. KJ Outfits hat gerade neue Sachen Oh mein Gott, wieder die mit dem Stimmbruch. Die musst du dir ansehen, wenn du Zeit hast. Ja, mal schauen. Mal überlegen. Shoppen oder oh je. Jackson finden? Shoppen. Oh je. Aufgaben. Ach, ja, aber wo denn? Wo sind denn die? Ja, was willst du? Ja, was willst du? Hallo, Miley. Willkommen zurück in Crowley Corners. Ach, danke. Danke. Deine Oma hat mir gesagt, dass alle in die Stadt gehen. Was hast du vor? In die Stadt gehen? Ich helfe beim Geldsammeln für Crowley Meadows. Ja, wir sind echt froh, dass du uns hilfst. Supi. Hey, ich hatte ein paar alte Fotos von dir und deiner Familie, als du noch klein warst. Geil. Von Familientreffen und Stadtfesten und so. Ja, aber gib mir bitte nicht die verklebten mit den weißen Flecken, danke. Ich hab sie Lorelei gegeben. Du kannst sie ja mal danach fragen. Okay. Cool, ich hätte gerne ein paar alte Familienfotos. Ach, die läuft mit. Sag mal, häng ich ab hier fest? KJ Outfits, ich muss einfach shoppen gehen. So, was haben wir hier? Was da? Du hast die grünen Kerzen für den Turbus gefunden. Geil. Was haben wir hier? Dann wird das jetzt eben eine Shopping-Folge. Oh, ho, 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 ho. Jesus. Now this is cool. This will look so cute on stage. Jesus, kaufen. That's all for now. Boah, Kurt Pienz. Also das Spiel macht's mir jetzt ja wirklich erträglicher. Check out these pants. Das sind ja Dreiviertelshosen, das kannst du vergessen. Gib mich nicht mit Mädels ab, die Dreiviertelshosen tragen. Was ist aber nur hier? Cool, top. Oh, tops. Top-timal. Das sieht ganz nett aus, aber dafür gebe ich jetzt keine Kohle raus. Nee. Ein andermal vielleicht. Was haben wir hier? Love this dress. Don't get cooler than that. Ach, Rock. Gibt's auch einen Mini-Rock? Yes, it fits great. Nee. Where to next? Ach, bei uns ist, glaube ich, bald wieder das Mini-Rock-Festival. Nein, nicht das, was ihr denkt. Es ist ein kleines Rock-Festival.
Oh Gott, war das billig programmiert. Sweet Pants. Ja, Hosen, Suppi. Billig Dreiviertel. Billigspiel. Ich dachte gerade Billigspiegel, aber ich spiegel mich drin. Aber meine... Ich bin ein Vampir. Meine Flügel sind Vampirsflügel. Sie spiegeln sich nicht. Dum, dum, dum. So, jetzt habe ich bei KJ Outfits eingekauft. KJ Outfitters. Hardware. Ich habe auch Hardware. Gott. So, dann suchen wir mal... Oh, da gibt's einen Barber. Dann suchen wir mal Jackson. Der frisst wahrscheinlich irgendwo den Scheiß auf. Huh. Sieh an. Na, na, na. Da ist ja Schneewittchen. Aber diesmal sind keine Zwerge in Sicht. Lol. Mann, der schlecht über meinen Bruder redet. Was ist? Ich habe den leisen Verdacht, dass du mehr über diese Hannah Montana weißt, als du vorgibst. Nö. Gehen wir der Sache doch mal auf den Grund. Nö. Oh, das war Jackson. Ich gehe nur ungern, aber Schneewittchen hat gerade die sieben Zwerge gefunden. Bis später. Lol. Ach, in der Burgerbude. Wer hätt's gedacht? Jackson? Du liebes Bisschen. Jackson, was machst du da? Miley! Die Leute in der Meadow Hall warten auf das Essen. Genau, die wollen auch mal so Sachen vernaschen und du bist leider nicht süß genug, also bring das Essen mit. Ich war nur... Fressen. Er wollte gerade gehen, stimmt's? Das Essen für die Spendenaktion ist auf dem Tisch. Optimal. Du bringst es besser schnell zur Meadow Hall, bevor deine Oma Probleme macht. Danke. Bist du sicher, dass du das schaffst? Miley, ich war fast auf dem College. Fast. Ich glaube, ich kann mit ein paar Proviantboxen umgehen. Oder er kann fast mit den Proviantboxen umgehen. Viel Glück. Cool. Excuse me. Ah, Jackson. Lappen. Lappen. What's meine Aufgabe? What's the quest? Bring Jackson und das Essen zurück zur Meadow Hall. Okay, ja, was ist, wenn ich jetzt laufe? Passt es dann? Du musst ja unbedingt den neuen Mark von Crowley Corners ansehen. Oh mein Gott! Der neue Mark! Da gibt's die coolsten Läden! Ja! Was sagt komische Stimmbruchfrau? Coolste Läden? Neuer Markt von Crowley Corners. War ich da nicht schon? Gibt's das jetzt neu auf der Karte? Glaube ich kaum. Nee. Same, same. Dann gibt's jetzt das Essen. Hey. Und dann muss ich gleich auch die Folge schon wieder beenden. Zu schade, aber auch. Ruby! Das Essen ist serviert. Serviert. Gott sei Dank. Ihr beide kommt genau rechtzeitig. Travis hat mit der Musik losgelegt und die Leute sind hungrig wie Wölfe. Oh, Miley, Liebling, du solltest dich umziehen. Ich habe hier was Passenderes für einen echten Country Hoedown. Oh, oh. Zieh dich um, ich kümmere mich um das Essen. Oh, oh. Oh, oh, Meadow Hall, scheiße. Ich beende hiermit die Folge ganz schnell während dem Ladebildschirm und ich bin gleich wieder da. Bis dann.